Hallo, 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 weiter geht's mit Among Us Sleep. Willkommen, da habt ihr wieder Lars. Oh, ich hoffe mal, die Camp ist nicht zu dunkel. Ich habe keinen Bock, jetzt hier Licht zuzuschalten, weil sonst ist bestimmt, das ist ein Horrorspiel und ich will da nicht im Hellen sitzen. Das verdirbt die ganze Stimmung. Deswegen ab hier rein, wir sind erstmal stehen geblieben und dann gucken wir doch mal, was hier drin hier erwartet. Bei Among Us Sleep, so ein unglaublich brutales Spiel. Obwohl, brutal ist es nicht, aber gruselig. Wir sind übrigens ein Baby und haben einen Teddybär auf dem Rücken, der sprechen kann. Nur so nebenbei. Hui! Okay. We made it back. Hier waren wir doch schon mal. Ist das nicht das erste Mal, wo du durchgerutscht? Hallo Teddy. Soll ich dich wieder mitnehmen? Ja, komm mit. Ja, komm mit, kleiner Teddy. Ja, du bist ein braver Teddy. Ja, hier waren wir schon mal. Wir können krabbeln und wir können natürlich was anderes noch machen. So, das Haus ist jetzt offen. Das war vorher auch offen. Haben wir denn schon was Neues bekommen? Wir haben jetzt das hier bekommen. Noch etwas? Nein. Das können wir schon mal benutzen. Müssen wir vielleicht benutzen? We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Okay, ein neues Artefakt. Die Schrift ist übrigens richtig cool von dem Spiel. Die gefällt mir so richtig gut. Die muss ich mir irgendwie mal besorgen. Wenn ihr jemand kennt, gerne in die Kommentare. Das ist richtig cool, die Schrift. Your mother. Oh. Okay, Mr. Teddy. Alles klar. She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. I know we will. Well, you know the ropes by now. Ich habe ein neues Artefakt und zwar habe ich nämlich was bekommen. Muss wieder da rein. Ich weiß diese hier. Da rein. Jo. Die schöne Uhr, womit wir mal einschlafen. Unser Spieluhr. So, jetzt wieder das zumachen hier. Dann muss es wieder irgendwie verbrannt werden oder was weiß ich. Und dann muss es... War voll schwierig hier zu drehen. So. Geh hoch. Nein! Warte, meine Tastatur ist im Weg. Das ist schwieriger als das ganze Spiel. Okay, es leuchtet nicht gut wie das andere. Mr. Teddy, steckt dein... Bitte nicht dein Pimmel rein, sondern deine Hand. Yes, she sounds clearer now, don't you think? Komm mit, Teddy, ich brauche dich noch. Du leuchtest nämlich. Oh, braver Teddy. Come on, we have no time to lose. Wir müssen unsere Mama finden. Watch your step. Bin ich mal gespannt. Letztes Mal war der Spielplatz des Todes. Was kommt denn jetzt? Ich bin nicht ready. Hört ihr das? Das ist meine Mama. Ab zu meiner Mama. Hui, hallo Mama. Loading. Richtig coole Schrift. Und Atmosphäre in dem Spiel. Die Soundkulisse ist top. Ist einfach nur top von dem Spiel. Also, das müsst ihr spielen. Ohne Scheiß, das ist ein gutes Spiel. Die Grafik ist auch Hammer. Oh Gott, nein. Das ist jetzt... Oh, drin ist es noch gruseliger teils. Jetzt kommt bestimmt der Geist wieder. Obwohl, der war beim letzten Mal auch da. Eieieiei, jetzt geht's wieder los, Leute. Jetzt geht's... Was ist das denn? Ein Baum? Ist das ein Baum? Im Haus? Okay. Wir haben unseren Teddybär, der leuchtet, aber dann sind wir halt hier... Das ist echt... Das sieht aus wie ein Baum, der die Tür aufmacht. Ist das ein Batman-Zeichen da oben? Nein. So, da ist... irgendwas auf dem Tisch. Was ist denn dort auf dem Tisch? Eine Kerze. Können wir die irgendwie umschmeißen und alles anzünden hier? Ist alles Holz? Leider nicht. Hier gibt's... Kaputt? Nein. Okay. Mit dem Schrank? Hat das irgendwas hier mit auf sich? Kann ich die Türen aufmachen? Ja. Okay. Was zu saufen? Gut fürs Baby. Noch mehr zu saufen. Hier ist nix. Da ist auch irgendwie nichts hinter. Wir können, ne, wir können auch nichts benutzen. Okay. Da ist auch nichts. Da oben im Schrank scheinbar auch nichts. Hier ist ein Baum. Hier gibt es scheinbar nichts weiteres zu entdecken. Deswegen gehen wir mal durch. Hinter dem Baum auch nichts. Okay. Der Baum macht die Tür auf, ja. Da ist noch ein Baum. Wo sind hier so viele Bäume? Was wollen die Bäume denn hier? Ich habe jetzt schon Schiss. Oh Gott. Überall Bäume. Was ist das? Also ich spiele es immer nach 0 Uhr übrigens. Für Leute, die sich denken, ah, du spielst ja nur, weil es hell ist. Ich spiele immer nach 0 Uhr. Es ist 1.20 Uhr. Ihr solltet auch, ich kann jedem nur empfehlen, dieses Video auch zu schauen, wenn es dunkel ist. Dann macht es auf jeden Fall mehr Spaß. Wenn es Spaß überhaupt, was ist da oben? Ein Fleck, okay. Weiter geht's. Übrigens bin ich bärtig, nur so nebenbei. Kann ich da hoch? Okay, ich kann das benutzen. Brauche ich vielleicht für die Tür da hinten. Nimm schon mal mit. Obwohl, ich gucke mich erstmal um. Teddy an. Kann ich wohl nicht gut mit fliehen mit dem Teddy?
Diese Bäume, die machen mich schon ein bisschen fickerig, ne? Verschwindet der Baum gleich? Ist der Baum? Gehen sie weg vielleicht? Nein. Uiuiui. Ich muss mal gucken, ob jemand kommt. Ich hab Angst. Da oben ist noch was. Okay, der Baum versperrt uns da oben den Weg. Ich glaube, wir könnten schon da irgendwie rankommen, beziehungsweise benutzen, ne? Ne, die Türklinge kann ich auch nicht benutzen, okay? Aber wofür ist der Hocker denn da? Ich kann ja mit dem Hocker schieben, drauf und was öffnen. Oder muss ich echt die Tür damit öffnen? Die ist ja schon offen. Keine Ahnung. Gucken wir doch mal hier durch. Ist Licht an, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Da ist ein Kronleuchter, ein Riesenkronleuchter. Und da ist unsere Mama, ein Bild von unserer Mama. Und dazwischen ist der Baum des Todes. Ist das unser Bettchen? Nein, was ist das? Eine Liege, wo wir immer drauf liegen? Mr. Geist, sind Sie hier? Wollen Sie mich wieder... Das ist gleich so laut. Ich sehe es schon kommen. Ich will da nicht drauf. Wo kommen die Blätter durch? Ist das Dach da oben offen? War das gerade Babygeräusche? Machen. Da blinkt was. Siehst du das? Da. Da ist ein Puzzle, was ich nehmen kann. Irgendeine Tür ist gerade aufgegangen. Habe ich das Puzzle jetzt dabei? Ja, ich habe ein Puzzle dabei. Und eine Tür ging auf. Weiß gerade nicht welche. Ich gehe mal zu der Liege. Ich denke mal, das wird eine. Those floaty things. They look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Geist, bitte kommen Sie nicht. So, hier ist ein. Ah, richtig cool gemacht. Wir müssen alle Puzzleteile finden. Das wird wohl das Bild dann da sein, oder? Ne, ist ein anderes. Aus einem Bild von uns, von unserer Mama und. Ne, keine Ahnung. Zumindest müssen wir das Bild hier fertig machen, damit wir dann. Oh, ist doch eine Tür aufgegangen, oder? Habe ich das mich jetzt verhört? Ich krabbel mal eben, dann bin ich schneller. Ist die Tür denn jetzt aufgegangen? Ich habe doch gehört, dass die Tür aufgegangen ist. Bin nicht blöd. Die Frage ist nur, welche, wo ich das Puzzleteil genommen habe. Habt ihr doch auch gehört, oder? Ich hoffe doch mal. Aber die Tür ist nicht aufgegangen. Okay. Ich dachte, dass der Baum verschwunden ist. Das sieht cool aus hier mit dem Kronleuchter und so weiter. Das Coole ist, als Baby hat man so eine andere Sicht von weiter unten und sieht viel epischer alles. Das ist einfach so. Babysicht ist epische. Beziehungsweise epischer als normale Sicht. Punkt. Aus. So müssen wir wohl da links rein, wa? Ich will da wohl nicht rein, wir müssen aber wohl rein. Heieiei. Ich habe schon lange den Geist nicht mehr gesehen. Beziehungsweise gehört. Ja, alles noch hier richtig drin. Schon verliere ich die Indie-Kopfhörer etwas. Saving ist nie gut. Können da durchgehen? Wie cool ist das denn bitte? Komm wieder zurück. Ja, okay. Das ist schon mal gut, wenn man wieder zurückkommt. Ein Stuhl, der aus einem halben Baumstamm besteht. Auch ein cooles Ding. Ich hab schon Schiss, wenn Autos bei mir vorbeifahren. Lars, du alter Angsthase. Gleich geht's wieder los. Nebel? Da kommt schon der Schreck. Und wir gehen mal weiter. Kommen wir sogar so durch, wir sind so klein, doch nicht. Schade. Da ist was. Da ist wieder hier der Geist.
Mr. Geist? Mr. Geist? Ich bitte Sie, hören Sie bitte auf damit. Kommen wir da hoch? Oh, Bug, kleiner. Allein dieses Gewill, dieses Zeug da oben sieht gruselig aus. War das schon vorher da? Was ist das? Ist das eine Schublade? Hier steht ja alles aus dem Baum oder was? Ich komme auf jeden Fall hoch. Vielleicht sollte ich das ja machen. Ich weiß es nicht, ob das was bringt. Ich mach's einfach mal. Okay. Sehr schön. Jetzt komme ich da durch. Will ich da durch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das andere noch nicht entdeckt. Ich gehe da trotzdem mal durch. Jetzt bin ich durch ein Fenster gegangen in eine... Ich weiß ja nicht, ob hier noch was ist. Ich gehe trotzdem mal durch, scheißegal. Ist da was im Wasser? Was ist das? Das sind Blubberblasen, oder? Alter, Spiel, hör mal bitte auf damit. Du gefällst mir gerade gar nicht. Spiel, hör bitte auf damit. Oh, das sind echt nur Blubberblasen. Aber irgendwas ist hier im Moor, beziehungsweise läuft hier rum. Das Gute ist, man sieht den Geist nicht. Bislang noch nicht. Was ist das? Ein Baumpenis? Ich weiß es nicht. Eieieiei. Spiel, Spiel, Spiel. Tu mir dies nicht. Oh. Ich hoffe, ich habe da hinten jetzt nichts übersehen, weil ich glaube, ich was übersprungen habe. Da ist eine Tür. Im Wasser. Sieht aber noch aus wie unsere Wohnung. Also für mich ist das alles nur ein Albtraum von diesem Baby. Also ich habe das nicht durchgespielt und nicht gesehen irgendwo. Für mich sieht alles aus wie ein Albtraum. Und der träumt das quasi alles, weil wir schlafen. Und das ist doch echt. Aber irgendwie kommt es wie ein Albtraum vor. Wäre auch irgendwie logisch, oder? Weil das Spiel hat sich quasi wieder gespiegelt letztes Mal von seinem Spielplatz. Was ist das für ein Zeichen? Ein Zeichen. Haben wir schon mal so ein Zeichen gesehen? Boah, ich dachte gerade, die Wurzel wäre ein Geist. Nein, hör bitte auf damit. Was ist das denn alle für ein Zeug hier? Welche Gebilde? Was ist da ins Wasser gefallen? Hallo? Scheinbar macht der Geist gerade seinen Freischwimmer. Oder sein Seepferdchen, wer weiß das denn schon. Kennt ihr noch Seepferdchen? Ja, ich hoffe doch mal. So. Das sieht ja alles sehr einladend aus mit diesen Bäumen. Ich gehe hier einfach mal hin. Ich meine, es ist schon hell hier. Ist das draußen? Nein, das ist drin. Hier, es hört sich an wie Musik. Wie Musik aus irgendeiner entfernten... Hör auf mit dem Scheißspiel. Hallo, ist da jemand? Hallo? Ich will da gar nicht runter. So, Licht an. Teddy, zeig, was du kannst. So, wieder ein komisches Zeichen. Komische Wassergeräusche. Die mir nicht gefallen. Was ist das? das sah aus wie ein Mensch, wie eine. Das sah echt aus wie ein Kopf. War das der Geist? Sah das so aus? Das war doch gar ein Kopf. Schwimmt das hier noch? Oh oh. Schwimmt. Ich geh einfach durch, ich krabbel ganz schnell. Ich bin nur ein Baby. Ich kann da nichts für. Das war doch gerade ein Kopf. Habt ihr das gesehen, was da rausgekommen ist? Das war zu 1000% ein Kopf. Das Ding. Das ist doch.
Das ist doch kein... Was ist das? Das ist getarnt als Baumsch... Als Busch. Soll ich da mal hingehen? Ich gehe da nicht hin. Nein. Was ist das? Ein Gesicht? Ich habe irgendwie Angst vor diesen komischen Gebilde. Das sah aber nicht aus wie der Geist, das sah aus wie eine Frau, ne? So, wieder da rein, sehr schön. Alter, ich denke gleich kommt irgendwas von hinten. Alter Schwede, hab ich Schiss bei diesem Game. Alter Schwede, das ist ja nicht mehr schön. So eine Zeichnung. Da komme ich scheinbar nicht hoch. Ja, los, Schwerkraft, zeig, was du kannst. So, hier rein. Ist ja das. Oh, das Puzzleteil, sehr gut. Das ist schön. Puzzleteile. Eine Motte. So, komme ich jetzt hier ohne Probleme durch oder muss ich dann gleich wieder in die Hose scheißen? Ah, jetzt sind wir hier wieder. Der Rückweg ist immer der brutalste. Heieiei. Ah, wir sind oben rein, ne? Ne, oder? Sind wir jetzt hier? So, Mr. Oh oh. Mr. Flugzeug. Sie werden mich jetzt beschützen. Oh Gott, Spiel, hör auf mit dem Scheiß. Ich muss, glaube ich, wieder hoch. Zum Glück habe ich Mr. Flugzeug. Ich muss hoch, ja. Hängt da ein Teddybär oder einfach nur im Körper? Irgendwas. Was sind wir denn jetzt? Ach, das ist das Licht, okay. Müssen wir hier durch, oder was? Keine Ahnung, ich geh mal durch. Hui! Das Kind freut sich. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, da sind wir. Ah! Da ist das Fenster. Waren da gerade Augen? Nein. Es kommt aus dem Sumpf raus. Ich will aber nicht. Das Viech lebt im Sumpf, was sie auch immer ist. Wehe, die Kiste geht jetzt kaputt. Ey, wehe, die Kiste geht jetzt kaputt. Oh! Schnell weg! Schnell weg! Ich hab's. Oh! Brücke, geh nicht kaputt. Ey, nein. Danke. Oh! Da ist was! Da ist was! Schnell weg! Da kommt was! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Ist das der Busch wieder? Ist das der Busch wieder? Ist das die wieder? Nee, oder? Ich werd voll Para, oder? War die das auch der Busch und ist sie das wieder? Ich will es gar nicht wissen. Ich will jetzt durch. Und gut ist. Und wir haben es geschafft. So. Und ich würde sagen, bevor wir das nächste Spiegelteil einsetzen, werde ich mir auf jeden Fall erstmal, weiß ich nicht, irgendeine Herz-OP über mich gehen lassen, weil gerade mein Herz gerade versagt. Und das war's von Among the Sleep. Bis zum nächsten Mal. Puh, wir haben das erste geschafft. Und ich glaube, dieser Busch war's. Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Lust habt auf mehr sowas, Däumchen nach oben. Kostet ja nichts. Und ich bedanke mich auf jeden Fall und sage jetzt einen Haufen super nicer Boys. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Und tschüss.